die Zeit sitzt einem immer im Nacken, da man nicht weiß, wann der Ball brechen könnte. Land unter in Niedersachsen. Rund 100.000 Helfer sind im Einsatz. Man hat schon Angst, dass das Wasser dann doch in den Garten kommt und vielleicht auch sogar ins Haus läuft. Die Pegelstände sind vielerorts auf Rekordniveau. Ich habe die Faust natürlich geballt in der Hosentasche, weil ich mich darüber ärgere, dass natürlich meine Flächen unter Wasser stehen. Das sind viele, viele tausend Euro Schaden, die wir haben werden. Ja, das läuft ja überall noch hier raus. Ne? Hier siehst du ja auch den Wasserlauf. Gestern Abend war dann einfach so der Punkt, wo wir gedacht haben, bitte, bitte hört einfach auf, wir möchten jetzt auch einfach schlafen. Gemeinde Wienhausen bei Celle. Familie Fahr kämpft hier gegen das Hochwasser der Aller. Herzchen, die Paletten mit den Sandsäcken sind da. Die machen drüben. Du kannst mit Lothar gucken, wo ihr anpacken müsst. Wo ihr aufpacken müsst, damit die Löcher gestopft sind. Die Paletten stehen jetzt, du kannst rübergehen. Da können Lucy und ich uns gleich weiter drum kümmern. Ja. Ja, man sieht, wir stehen hier wirklich im Morast. Egal, wo man lang geht, es ist alles voll. Ja, im Haus, wie gesagt, das Grundwasser drückt von unten, steht im Matsch. Abwasser kam leider auch schon hoch. Das haben wir schon weitestgehend abgedeckt, dass es zugemacht ist und ja, dass es gar nicht erst laufen kann. Seit 3 Tagen laufen bei Cordula und Ehemann Marco die Pumpen nahezu ohne Unterbrechung. So, da ist das Wasser im Schuh, da war ein Loch. Wenn man die richtigen Schuhe hat, dann bleibt das auch nicht lange kalt. Das wird warm mit der Zeit. Oh. Das sind die ganzen Paletten von den Sandsäcken. Auch das Haus ist zum Teil schon vollgelaufen. Das ist unser Zugang und das ist ja alles aufgeweicht und dementsprechend sinken wir hier teilweise ins Nirvana. Es gibt keinen anderen Weg. Mein Mann ist gerade so weit, dass wir hier das ganze Laub wegmachen, also an die Seite ziehen, damit es absacken kann und die Wege fürs Wasser frei sind, damit die Pumpe von hinten nach vorne auf die Straße pumpen kann. Also das hier so ist der einzige Bereich, der halbtrocken war. Stromausfall ist auch gegeben, wir haben Generator laufen, damit wir einfach, ja, vor allem die Pumpen in Betrieb halten können. Unser Hauptziel ist, dass wir von dem und dem Grundstück, das läuft alles runter, das Wasser zur Straße pumpen, damit die Feuerwehr das in den Flusslauf geben kann. Hohe Pegelstände auch im Landkreis Nienburg. Dort hat Christian Lohmeier einen Bauernhof. So. Lass das einfach mal zu jetzt, das Tor. Wer ist damit? So, wir müssen einmal losfahren erst. Der Landwirt hat in der Krisenzeit seinen Traktor zum Taxi umfunktioniert. Ja, super. Hol dich gleich ab. Stehst du schon da am Auto? Stehst du schon da? Okay. Gib mir 10 Minuten. Ja, danke. Ciao. Bis denn. So. Der Pendelverkehr für seine Nachbarn ist für den 45-Jährigen eine Selbstverständlichkeit. Denn wenn das Hochwasser einmal da ist, geht hier in unmittelbarer Nähe zur Weser nichts mehr ohne Trecker. Naja, wir haben hier im Dorf also 2 Trecker, die durch das Wasser durchpassen, die hier gut durchfahren können. Und deswegen ist es klar, dass wir den Shuttle-Service machen. Und das ist eigentlich normal, das war schon immer so hier. Kleine Bachläufe und Gräben haben sich ausgebreitet. Fortbewegung klappt nur mit präziser Ortskenntnis. Ja, man muss halt sehr genau wissen, wo sich hier die Straße gerade befindet. Man sieht nämlich nichts. Das Wasser ist ja nicht so, dass man da durchgucken kann. Und die Straße ist halt 3 Meter breit. Und die muss man dringend treffen mit dem Reifen, weil sonst ist rechts und links ein Graben, der auf einen wartet. Und das wäre kein gutes Ende. Also gleichzeitig immer die Gefahr, ist da Treibholz unterwegs, wo man auch nicht rauffahren sollte, tunlichst.
Außerdem, ja, ob die Straße immer die Qualität noch hat, die sie hatte, bevor das Wasser kam, weiß man ja auch nie genau. Also es ist immer ein großes Risiko, eigentlich hier durchzufahren, weil man doch hier durch ein halbes Meter hohes Wasser fährt. Ja, da muss man sich erst dran gewöhnen. Selbstverständliche Wege wie Arztbesuche, Besorgungen oder die Fahrt zur Arbeit müssen in diesen Tagen mit Christian Lohmeier abgestimmt werden. Der Bauer hilft, wo er kann. Nach einem knappen Kilometer durch die Fluten, Land in Sicht. Nachbar Dietrich Niedermeier wird heute schon zum zweiten Mal vom Landwirt gefahren. Ja, du, wir fahren doppelt und dreifach, kein Problem. Das ist alles nur für einen Tag, wirklich? Wollen wir gucken, was eine große Familie. Ja, genau. Ja, die ernst gemeinte Frage, was kriegen wir jetzt mit? Ich würde sagen, die Kisten lassen wir eben hier, die nehmen wir jetzt mal mit. Und Tiefkühler muss, das kommt jetzt mit. Der Rucksack ist wichtig. Der da? Ja, genau. Für Dietrich Niedermeier und seine Familie ist es das erste Hochwasser. Wir sind ja keine Landwirte, haben vier Kinder und für die ist es natürlich eine aufregende Sache. Für die Landwirte sieht es ein bisschen anders aus und wir sind dankbar, dass wir einen Landwirt im Ort haben, weil sonst wären wir auch aufgeschmissen. Also wir haben so einen großen Schlepper nicht, sondern nur so einen alten David Braun. Und der wird das jetzt noch nicht schaffen. Deswegen freuen wir uns auch, wenn das Wasser runtergeht und der Christian ein bisschen mehr Ruhe hat. Der Landwirt macht sich Sorgen um eine Gruppe Rehe am Straßenrand. Sieht er das? Sieht er das? Sieht er das? Er sieht es nicht. Er sieht es nicht. Meine Güte, halt doch mal an da. Ich werd verrückt. So, jetzt fast hätte es geknallt wieder. Es ist so typisch. Die Rehe rennen hin und her. Viel zu schnell. Kann der nicht? Ich kann es gar nicht gucken. Es ist, also, die müssen einfach mal langsamer fahren, die Autos. Das sage ich immer wieder, gerade bei den Hochwassergebieten. Die Rehe kommen nie zur Ruhe. Oh, meine Güte. Also man fasst es manchmal wirklich nicht. Ne? Man kann doch die Rehe nicht übersehen jetzt. Da laufen 10 Rehe direkt neben der Straße. Die sind natürlich total verwirrt. Die verstehen das nicht, dass der Lebensraum, auf einmal das Habitat völlig verschwunden ist und wollen immer wieder zurück in ihre Einstände. Wir haben jetzt die Zeit, wo sich die Rehe sowieso zu großen Sprüngen zusammentun, diese Reviergehabe so ein bisschen aufhört. Aber trotzdem kennen die halt den Lebensraum jetzt nicht wieder. Nicht? Und wir haben es jetzt auch gehabt, dass auch gerade diese großen Trupps wieder zurück wollten und auf einmal mitten ins Hochwassergebiet gelaufen sind wieder. Und jetzt sind sie wieder raus. Da hinten ist höherer Bewuchs, da wollen sie rein. Aber sie werden sofort wieder zurückkommen. Die werden nicht da bleiben, das wissen wir. Nicht? Und darum ist diese Gefahr, dass da Wildunfälle passieren, ist exorbitant hoch im Augenblick. Nicht? Aber das verstehe ich dann nicht, weil man sieht die ja nur gerade sehr gut da eigentlich. Und das war eben viel Glück, dass da nichts passiert ist. Weil wenn einer eben weitergelaufen wäre, der Vorderste, dann hätte es eben gerade schon geknallt wieder. Jetzt muss erstmal der Nachbar wieder zurück nach Hause. Wie viele Fahrten der Landwirt am Tag für die Dorfbewohner macht, zählt er nicht. Allerdings fährt er nur bei Tageslicht durch das Hochwasser. Alles andere wäre viel zu gefährlich. Lilienthal bei Bremen. In der Nacht haben Einsatzkräfte rund 300 Anwohner evakuiert. Es besteht Lebensgefahr, denn der Deich an der Wörpe droht zu brechen. Um das Nötigste zu holen, darf Anwohner Lukas Bonk für wenige Minuten in sein Haus zurückkehren. Wir wurden halt nachts informiert, dass wir evakuiert werden und holen jetzt nochmal die letzten Sachen. Das waren jetzt ein paar Bettbezüge, dass wir auch für ein bisschen länger bei Verwandten unterkommen können. Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommt, kann eine Notunterkunft in einer Turnhalle nutzen. So. Uns wurde gesagt, dass das so wahrscheinlich mindestens 3 Tage dauert. Kann aber auch sein, dass es 2 Wochen dauert. Das wissen wir alles nicht so genau. An sich ist es ein bisschen komisch, sag ich mal. Man hat sowas natürlich auch noch nie erlebt. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie man genau damit umgehen soll im Endeffekt. Derzeit hat man so ein bisschen Galgenhumor vielleicht. Aber ja, es ist schon eine beängstigende Lage, sag ich mal, insgesamt. Wenn es denn wirklich dazu kommen soll, dass der Deich bricht, wird es, glaube ich, hier spannend und nass. Strom und Gas hat die Gemeinde wegen der Überflutungsgefahr abgestellt. So, dann das hier noch.
Seit seiner Kindheit lebt Lukas Bonk in dem Haus. Ein Hochwasser in diesem Ausmaß hat der 27-Jährige noch nicht erlebt. Ja, unser Gedanke ist, keine Ahnung, ob das hilft, aber je höher, desto besser. Wenn wir hier die zwei Stufen vielleicht noch haben und das Wasser reinkommt, haben wir vielleicht noch so ein bisschen Pufferzone vielleicht. Nach rund 20 Minuten hat Lukas Bonk das Nötigste zusammengepackt. Jetzt fährt er zu Verwandten. Meppen, Stadtteil Esterfeld. Einsatzkräfte versuchen, den aufgeweichten Deich an der Ems zu stärken. Bei einer Evakuierung wären rund 5.500 Anwohner betroffen. Um eine Überschwemmung zu verhindern, packen Dutzende Bürger selbst mit an. Natürlich macht man sich Sorgen, aber die Stadt Meppen hat ja viele Maßnahmen ergriffen. Und wenn man sieht, wie viele Leute hier mithelfen, Feuerwehr, THW, auch aus anderen Städten kommen, glaube ich, werden die Feuerwehren zusammengezogen. Und ich denke und hoffe, dass die Maßnahmen, die da ergriffen werden, dann auch ausreichen, damit das hier gut ausgeht. Allein in dieser Nacht sichern rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DLRG und dem Deutschen Roten Kreuz den Deich. Man hat schon Angst, dass das Wasser dann doch in den Garten kommt und vielleicht auch sogar ins Haus läuft. Wir haben halt Vorkehrungen getroffen und das Wohnzimmer ein bisschen freigeräumt heute und die Sachen nach oben gebracht und jetzt halt hier mitgeholfen. Und vorhin haben wir noch fürs THW auch Süßigkeiten gebracht und die auch unterstützt. Und ja, wir sind dankbar, dass so viele kommen und uns hier unterstützen auch. Auch die Feuerwehr aus Osnabrück unterstützt in Meppen. In WhatsApp-Gruppen organisieren und koordinieren Bürger und ortsansässige Unternehmen die Hilfsangebote. Da hilft man, klar. Wenn einer angerufen wird, dann sagt man, ja, selbstverständlich komme ich. Ne, das ist eigentlich normal. Wo wolltest du jetzt hin? Mit sogenannten Big Bags bauen die freiwilligen Helfer einen zweiten Deich auf. Seit 11 Stunden ist Kranführer Mike Hermes bereits im Einsatz. Ja, wir sind ein Baustoffhändler hier aus der Region, beziehungsweise direkt aus Meppen. Und wir wurden gefragt, ob wir das machen. Und da haben wir natürlich selber als LKW-Fahrer gesagt, selbstverständlich. Heute Vormittag waren auch meine ganzen Kollegen noch mit im Einsatz. Die wurden aber jetzt durch ELA-Container abgelöst, weil es ja doch wohl anstrengend, die ganze Zeit hin und her zu fahren, Ladefläche hoch, Ladefläche runter. Und man weiß ja auch nicht, wie es morgen weitergeht, da braucht man ja auch wieder Personal. Und somit wechselt man sich dann ab. Ne? Trotz eines 200 Meter langen Damms aus Sandsäcken bleibt bei Feuerwehrmann Pascal Michel die Angst vor Überschwemmungen. Da ich selber in dem Gebiet hier wohne, schon relativ groß. Und die Zeit sitzt einem immer im Nacken, da man nicht weiß, wann der Wall brechen könnte oder der Deich. Bis tief in die Nacht sichern Helfer den Deich. Bis jetzt hält er den Wassermassen stand. Im Landkreis Celle droht das Örtchen Nordburg zu überschwemmen. Die Feuerwehr unterstützt die Anwohner und dennoch, das Haus von Cordula und Marco Fahr ist schon fast komplett vom Wasser eingeschlossen. Oh, schön. Hör auf zu heulen. Oh. Nasse Füße hast du sowieso schon. Ja, das stimmt wohl. Wir wollen noch mal hinten zum Deich einmal kurz oder zum Damm gehen und dann wollen wir einmal gucken, wo wir noch Sandsäcke hinschmeißen wollen. Ich hol mir die Schubkarre. Ja. Heute Morgen noch mal mit der Feuerwehr gesprochen. Das sind ein, zwei Stellen, wo das Wasser halt durchkommt. Und dann wollen wir halt einmal gucken, dass wir noch mal ein paar Sandsäcke hinpacken und dass das Wasser nicht wieder hier weiter runterläuft. Ja. Alle paar Stunden kontrolliert die Familie den Damm und bessert nach. Ja, reicht das mal. Alter, das ist so nervig. Ich mag hier auch gar nicht durchgehen. Moment, ich mache hier. Ohne Sandsäcke stünde ihr Haus schon komplett unter Wasser, ist sich Familie Fahr sicher. Knapp 50 Meter trennen ihr Haus noch von den Fluten. Normalerweise ist die Aller hier nur gut 20 Meter breit. Also man sieht jetzt hier, wo die Bäume sind, das ist eigentlich der Allerflusslauf. Man sieht sogar, wie es da fließt. Hier hat auch ganz schön Strömung drauf. Kommt der hier überall raus, die Scheiße. Ja, das läuft ja überall noch hier raus. Ne? Hier siehst du ja auch den Wasserlauf, dass hier nichts dicht ist.
Da kommt das Wasser hier unten hier reingelaufen. Hier müssen wir hier noch ein paar Säcke hinlegen. Ja, weil hier siehst du ja an dem Dreck da unten, wie das Wasser hier reinschießt. Ne? Ja, ja. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Reihen Sandsäcke drauf gestapelt. Aber da kannst du dir ja ungefähr vorstellen, was passieren würde. Ne? Das würde ja so in einem durchlaufen. Ja, hier siehst du das Wasser auch noch, wie es läuft. Ne? Das läuft hier richtig schön hier runter. Gott sei Dank, wir waren schnell genug mit der Feuerwehr. Oder die Feuerwehr war schnell genug. Wir haben hinten angefangen, ich weiß gar nicht, 50 Leute, vielleicht auch mehr. Und dann haben wir wirklich immer nur Gas gemacht, bis ganz hinten durch, wo da die Baumreihe ist. Guck mal, ja. Bitte einmal die Brücke an. Da kommst dann du sind wir abgeschnitten. Wir gucken gerade mit Besorgnis die Allerbrücke da hinten an. Wenn die übergeht, dann sind wir hier abgeschnitten. Ja. Wir haben die Nacht davor alle durchgemacht. Und gestern Abend war dann einfach so der Punkt, wo wir gedacht haben, bitte, bitte hört einfach auf. Wir möchten jetzt auch einfach schlafen. Man ist müde. Man ist den ganzen Tag in Gang. Man hört ja gar nicht erst auf. Und dementsprechend, ja. Existenzängste. Ja, absolut. Aber es macht einem dann doch noch immer wieder bewusst, dass wir gegen die Natur nicht kämpfen können. Ne? Also das muss man nehmen und dann leben in der Lage. Zum ersten Mal seit Tagen ist der Pegelstand konstant. Aufatmen kann Familie Fahr dennoch nicht. So, aufwachen hier. Na komm. Zurück bei Landwirt Christian Lohmeier im Landkreis Nienburg. Das kennen Sie halt auch noch nicht so, diesen Platz hier. Sie wundern sich auch, wie Ihre Weide ist. Nicht nur für die Pferde ist das Leben seit dem Hochwasser ungewohnt. Ja, ich sag mal, ich habe die Faust natürlich geballt in der Hosentasche, weil ich mich darüber ärgere, dass natürlich meine Flächen unter Wasser stehen, die Ernte dieses Jahr nicht gut werden kann. Das wird teuer, das weiß ich. Das sind viele, viele tausend Euro Schaden, die wir haben werden, je nachdem, wie schnell es wegläuft. Aber wir können es nicht ändern. Wir wohnen hier nun mal. Die Hofstelle von Christian Lohmeier gleicht einer Hallig. Jetzt können Sie mal hier eine Viertelstunde ausharren, aber man sieht, sie gehen sogar ins Wasser, finde ich eher noch spannend. Ist nur für kurze Zeit. Ich finde das, glaube ich, eher lustig, als dass es das gerade, sieht man ja auch, stört. Genau das passiert dann nämlich und dann warte ich darauf, dass der erste drin liegt. Das ist dann nicht auch so typisch. Ich glaube, die sind froh, dass sie mal raus dürfen. Bis die Stuten wieder auf ihre gewohnten Weiden auf den Deich dürfen, wird es wohl noch dauern. Hannover, Ortsteil Limmer. Im Überschwemmungsgebiet der Leine sucht die Feuerwehr nach zwei Kanufahrern. Taucher sind im Einsatz und eine Drohne. Wir fliegen aus dem Bereich, wo vermutlich Kanufahrer verunfallt sind. Fliegen wir jetzt ab, wie machen wir das die ganze Zeit? Wir haben bis jetzt einen Gegenstand gefunden, der aber damit nicht in Zusammenhang zu stehen scheint. Häufig ist es auch so, dass sich die Kanufahrer oder diese leichtsinnigen Hobbysportler auf selbstständig von einer Stelle entfernen. Bevor wir anrücken, weil wir dann schon befürchten, dass er Ärger bekommt. Das schlimmste Szenario, die Kanufahrer sind in der reißenden Strömung gekentert. Ein Passant hat die Einsatzkräfte verständigt. Ich habe da zwei Leute gesehen mit Kanu. Die hatten so ein rotes Boot oder Kanu, was das da war, und sind dann da auf einmal Richtung Leine hinten hoch. Dann nicht mehr gesehen. Ich denke mal abgesoffen oder so. Bei der Strömung. Die fließt ja so stark da. Katastrophe, sowas zu machen. Taucher bergen schließlich einen Gegenstand. Das ist ein Rucksack. Wir haben von oben mit der Drohne einen roten Gegenstand identifiziert, den wir durchaus für eine Rettungsweste halten könnten. Bei der Farbe, das passt, weil diese Kajak- und Kanufahrer haben ja oft diese roten Rettungswesten an. Und deswegen haben wir die jetzt erkundet, erstmal aus der Luft. Und dann sind wir mit Kollegen in dem Wasserrettungsanzug außenrum über die Brücke gesichert zu dem Bereich dann vorgegangen und haben diesen Rucksack da rausgeholt und sind jetzt sicher, dass es keine Person ist, die da jetzt noch im Wasser liegt. Sind wir jetzt ungefähr über eine Stunde hier. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir haben auch Hubschrauber abgefragt, die wir leider nicht bekommen können im Moment. Und die Möglichkeiten, die wir haben, also visuell und auch von oben mit Wärmebild, mit allem, haben wir ausgeschöpft. Wir werden alles jetzt hier abbrechen. Die Feuerwehrkräfte müssen schon zum nächsten Einsatz. Auch für sie sind die Überschwemmungen eine Ausnahmesituation.
Bei extremen Hochwasserlagen kommt man hier nur noch per Boot voran. Die kleine Gemeinde Eisel im Landkreis Verden wird dann zur Insel. Die Feuerwehr kontrolliert regelmäßig die Pegelstände. Das war gestern noch nicht, oder? Nee, war da schon so Strömung drauf? Nadine Hustedt und Franzi Werner haben heute Dienst im Dorf. Ja. Und gestern sowieso noch nicht, da war das noch hinten weiter. Ja, ich meine, gestern konnte man da doch auch noch durchgehen, zumindest morgens noch. Ja. Jetzt sehen wir nicht mal mehr, wo der Graben langfließt sonst. Ja. Also gerade jetzt der Unterschied von gestern, konnten wir tatsächlich den Weg da noch langlaufen, das können wir jetzt gerade nicht mehr. Finde ich schon, ist eine ungewohnte Situation. Man liegt auch nachts im Bett und hört jetzt plötzlich Wasser rauschen. Es hat tatsächlich ein Meerfeeling, also Insel ist tatsächlich gar nicht gelogen. Seit Jahrhunderten lebt man hier am und mit dem Wasser. Heute zählt das kleine Dorf etwa 300 Einwohner. Sind wir hier mal im Rhein, ne? Ja. Klappt mal rein. Joachim ist drin. So. Und jetzt anlassen die Schuhe? Ja. Okay. Hallo. Hallo. Quatsch, hallo ihr beiden. Na? Na, wie ist die Lage? Ha? Gut, ne? Alles gut? Was macht das Wasser im Garten? Ist leicht gestiegen über Nacht, nicht viel, ne? Das heißt, dann hat man es bei euch tatsächlich gar nicht so gemerkt. Wir standen nämlich jetzt vorhin schon am Ortseingang aus Verden und da konnte man das tatsächlich sehen, weil gestern Morgen konnte man ja gefühlt noch durchlaufen durch das Wasser und da brauchst du jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Also hier bei uns ist es relativ schnell vollgelaufen und hat dann so ein gewisses Pegelniveau erreicht und ist über Nacht vielleicht noch 10 cm gestiegen. Wir haben hier eine Kreisstraße, die sich quasi als Durchgangsstraße für die Ortschaft gilt, sag ich mal, und relativ viel Verkehr haben. Und der ist natürlich jetzt total zum Erliegen gekommen. Und aufgrund dessen haben wir relativ viel Ruhe im Ort. Ja, und ein ganz angenehmer Nebeneffekt ist, die Leute kommen aus ihren Häusern und man trifft sich auf Straßen oder auch abends. Also die sozialen Kontakte, die werden hier nochmal richtig wieder erneuert sozusagen. Für die meisten Jüngeren des Dorfes, wie Franzi und Nadine, ist es tatsächlich das erste extreme Hochwasser. Joachim Hustedt ist dagegen erfahrener. Es gibt Beeinträchtigungen, aber wir haben im Vorfeld natürlich alles in Sicherheit gebracht. Alles, was wir unten gelagert haben, das haben wir alles hochgebracht. Viel schlimmer ist es natürlich für die Landwirte, ne? Also die draußen ihre bestellten Felder haben. Und wenn das Wasser dort über Wochen steht, das bedeutet für die natürlich riesigen Verlust. Sie müssen alles wieder neu ansehen, ne? Franzi und Nadine bleiben im Einsatz, bis sich die Lage entspannt. In Nordburg bei Celle kämpft die Feuerwehr weiter mit großen Pumpen gegen das Hochwasser der Aller. Bei Familie Fahr stand zuerst der Garten unter Wasser, jetzt das Haus. Hier haben wir unsere Kaffeeküche, stehen im Wasser, ne? Hier wird das Wasser abgepumpt. Und ja, hier machen wir seit Tagen Kaffee für, ja, ich weiß nicht, bis zu 60 Mann von der Feuerwehr. Brötchen machst du jetzt auch fertig? Oh, perfekt. Meine Schwester war vorhin hier, hat eine neue Stiege Milch und Kaffee gebracht, das von außen kommt, weil weg ist hier nicht. Nee, ja, wollen wir mal schauen, wie das weitergeht. Mehrere Zentimeter stand das Wasser in der Küche. Über die Höhe des Sachschadens macht sich Familie Fahr erstmal keine Gedanken. Wir versuchen hier so wassersparend wie möglich zu sein, sodass wir hier so wenig Abwasser wie möglich machen, aber es bleibt nicht ganz aus. Ab und zu muss halt einfach das Wasser laufen. Gerade wenn wir die ganzen Tassen für die Feuerwehr, wir haben zwar auch Becher, aber ich finde es mit Tassen einfach schöner. Erst im vergangenen Jahr hatte die Familie durch einen Rohrbruch einen Wasserschaden. Das Haus musste entkernt werden. Jetzt hat es wieder mindestens 3 Räume erwischt. Hier. Ich gehe hier rum, hier ist trockener. Da ist nicht so eine Matschspitze. Oh. Achtung! So. Ach, guck mal, hier steht schon einiges. Siehst du? Wir haben Brötchen mitgebracht. Oh, vielen Dank. Aber das können erstmal die Jungs nehmen. Wir kommen gerade nur von der Kontrolle. Das können erstmal die Männer nehmen, die gerade tanken. Ja, ja, ja. Danke, das ist sehr nett von euch. Guck mal, was hier in den anderen Kannen drin ist, ob wir nochmal was auffüllen. Gerne. Weil wenn der Wind ist, das ist echt kalt. Wir sind ja noch kalt, Moment, ne? Hier. Ja, ich weiß. Aber die sind relativ voll, dann bringen wir in 2 Stunden noch mal eine.
Die Leute haben es natürlich nicht leicht hier, die leiden am meisten und wir helfen hier nur. Und dann ist das schon ganz schön, wenn man einfach mal so einen Kaffee oder einen Tee hat, um sich so ein bisschen aufzuwärmen. Bernd, wir haben euch Brötchen hingestellt. Dankeschön. Bitte gerne. Habt ihr gut gemacht. Hallo, ihr macht das alle freiwillig für uns, ne? Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ja, auch. Für uns. Ja, gerne sogar. So. Ist das ja auch das Schöne. Ja. Gut. Ah, guck mal, Papa ist gerade gekommen, wir können gleich durchstarten. Einmal eine Runde tanken für die Gerätschaften. Ja. Gut. Bis später. Bis später. Wie vielen Menschen im Norden stehen Familie Fahr noch unruhige Tage bevor. Zurück in Lilienthal bei Bremen. Lukas Bonk ist wieder in seinem Haus. Die Deiche haben gehalten, aber der Keller steht unter Wasser. 3 Tage waren er und seine Familie evakuiert und bei Verwandten untergekommen. Ja, also an sich ist die Stimmung natürlich immer noch angespannt, weil es ist natürlich keine Entwarnung explizit da. Es ist schon so, dass wir jederzeit wieder evakuiert werden können, aber grundsätzlich hat man sich natürlich erstmal gefreut, dass man überhaupt wieder in die eigenen 4 Wände irgendwie reingekommen ist, weil es schon auch eine Belastung ist. Klar, unsere Verwandten haben das gerne gemacht, ist aber irgendwie schon vom Gefühl her auch was anderes, zu Hause zu sein oder eben irgendwo notdürftig untergebracht zu sein, genau. Alle paar Stunden der bange Blick auf die Pegelstände im Ort. Alltag ist noch nicht eingekehrt. Ja, im Endeffekt ist es so, dass wir ja wieder angekommen sind und wir haben uns auch ein bisschen wieder eingerichtet, so wie in der Küche zum Beispiel. Wir sind darauf gefasst, schnell wieder evakuiert zu werden, wollen aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen uns heimisch fühlen. Dementsprechend haben wir da so einen Kompromiss gefunden, dass wir die Sachen schnell wieder packen können. Und zum Beispiel meine Sachen sind jetzt auch hier schon fertig gepackt und bereit zum Abflug. Schwester Carmen wohnt im gleichen Haus. Auch sie war bei Verwandten untergekommen. Die haben die ganze Nacht hier gepumpt. Ja. Mhm. Nach und nach kommen auch andere Bewohner aus Lilienthal in ihr Zuhause zurück. Ja, und guck mal, wie schön niedrig das Wasser wieder ist. Das stimmt. Hoffentlich. Letztes Mal ist es ja kaum unter der Brücke durchgekommen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber es sieht schon wieder besser aus. Etwa einen halben Meter höher stand hier vor ein paar Tagen noch das Wasser. Wir sind jung, wir haben das über Insta relativ früh erfahren, aber unsere Nachbarn haben wir rausgeklopft und geholfen mit Kofferpacken und uns gegenseitig auch, als wir evakuiert waren, telefoniert, auf dem Laufenden gehalten. Die Einsatzwegen, also die ganzen Sirenen, das bleibt bei mir im Kopf. Das zeigt mal wieder, wie kräftig dann doch die Natur ist und wie bedingt viel der Mensch eigentlich dagegen machen kann. Und diese Realisierung ist schon auch ein hartes Stück, muss ich sagen. Das war mir sonst nicht so ganz bewusst. Auch wenn sich zum Teil die Lage beruhigt hat, der Kampf gegen das Hochwasser ist noch in vollem Gange.